Guten Morgen. Ich bin arbeitssuchend und kann mein Leben nicht mit dem, was ich erspart habe, bis zum Ende bestreiten. Daher lese ich Schaub Arbeitsrechtshandbuch, 17. Auflage, CH Beck Verlag. Ich bin in § 3 Grundrechte im Arbeitsverhältnis bei 5. Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit angekommen und hatte mit dem, was da steht, ein Problem. Insbesondere mit der Meinungsfreiheit habe ich ein Problem. Ich habe deshalb hier ein gebrauchtes Buch habe ich gekauft. Von einer Cindy, ist mit Tippex übergeschrieben. Da ist ein Grundgesetz hinten drin. Das ist ein Verlag, der bringt auch andere Gesetzesbücher raus. Deshalb kann man den Text durchglauben, der hinten drin steht. Das ist die 23. Auflage aus August 2012. Der Artikel 5 des Grundgesetzes heißt ein bisschen anders als hier, deshalb ist das auch so irreführend. Ich will den mal gerade vorlesen. Da wird nämlich von Medienfreiheit gesprochen, nicht von Pressefreiheit. In der Überschrift zum Artikel 5, und es gibt die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit und es gibt das Recht der freien Meinungsäußerung. Und in Absatz 2 oder Römisch 2 ist auch direkt die Einschränkung. Interessant an der Stelle für mich als Besitzer von 2 Staatsprüfungen, als Lehrer, die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Wer Lehrer sein will in Deutschland und sich auf die Freiheit der Lehre berufen, muss treu zu dieser Verfassung stehen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man eine hat und auch reinguckt, wenn es zu Irritationen kommt. Das möchte ich hiermit tun. So, erstmal schon Kaffee mit der Bio-Weidemilch. Die kann ich mir noch leisten. Recht der freien Meinungsäußerung, Medienfreiheit, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit. Römisch 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Satz 2. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Satz 3. Eine Zensur findet nicht statt. Römisch 2. Es ist nur ein Satz. Dieses Recht findet ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Ich habe ein Problem mit dieser Ehre. Meiner Meinung nach sieht das deutsche Rechtssystem sowas wie eine Ehre gar nicht vor. Es gibt die Würde, die wird besonders geschützt. Warum hier von Ehre gesprochen wird, ist mir nicht klar. Ich weiß, dass es in Bezug auf Religionen eher verletzend zugehen kann und in Bezug auf ausländische Staatsoberhäupter.
Hier wird sogar von persönlicher Ehre gesprochen. An der Stelle habe ich ein Problem mit meiner eigenen Landesverfassung. Ich würde behaupten, ich bin weitestgehend treu zu dieser Verfassung. Im Referendariat habe ich das auch mal gesagt. Ich hatte den auch ein bisschen anders im Kopf, macht nichts, deshalb gucke ich extra nach. Römisch 3, Satz 1. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Satz 2. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. So, jetzt weiß ich, was da drin steht und kann im Zweifelsfall auch nachgucken. Ich mache hier auch extra so ein Klappenlesezeichen rein. Ja, ich habe hier mal zu lange drin gelesen. Wahrscheinlich vor allem im vorderen Teil. Als es noch nicht um das Straßenverkehrsgesetz ging. Ja. Ich habe, wie gesagt, mit Ehren Probleme. So, ich denke gerade so ein bisschen über das nach, was ich gesehen habe. Ich fange mal mit dem grauen Kasten hier an. Fünftens, wir sind bei den Grundrechten im Arbeitsverhältnis, Paragraph drittens, fünftens, Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit. Ich habe hier so ein Problem mit den Sachen, die hier stehen. Wahrscheinlich habe ich auch ein Problem mit Artikel 5 des Grundgesetzes. Artikel 5 des Grundgesetzes. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz Römisch 1 des oder Absatz 1 des Grundgesetzes gibt jedem das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Es besteht unabhängig davon, ob eine Äußerung rational oder emotional begründet oder grundlos ist, ob sie von anderen für nützlich oder schädlich, wertvoll oder wertlos gehalten wird. Genau damit habe ich ein Problem. Es wird hier auch auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1998 verwiesen. Ich weiß nicht, wie ich an solche Urteile rankomme. Ich kann mal nachgoogeln, vielleicht finde ich es ja. Ist vielleicht ganz interessant. Da steht auch, das ist in der NZA, der Nationalen Zeitung für Arbeit, wie sie früher bei den Nazis hieß, mittlerweile heißt sie Neue Zeitung für Arbeit, veröffentlicht worden. Dass sowas in so eine Nazi-Zeitung reinkommt, kann ich mir denken. Herr Link hat diesen Kommentar geschrieben.
Wie gesagt, es ist vom 16.10.1998, AP Nummer 24. Ich kenne es nicht, ich komme nicht dran. Ich habe auch schon Verfassungsrichter aus dem dritten Senat des Bundesverfassungsgerichts gefragt. Sie können es mir auch nicht zugänglich machen. Und so eine Fußnote ist schon geschrieben. Ich werde mal nach googeln. Vielleicht schreibe ich den auch einen Brief. Mal gucken. So viel zu tun, so wenig Zeit und so wenig Geld. Der Grundrechtsschutz bezieht sich sowohl auf den Inhalt als auch auf die Form der Äußerung. Auch eine polemische oder verletzende Formulierung entzieht einer Äußerung noch nicht den Schutz der Meinungsfreiheit. 102. Da gibt es noch ein Urteil. Ich halte das für sehr fragwürdig. Ich schreibe es mal Bundesverfassungsgericht. Wie gesagt, ich glaube, das habe ich auch nie gekriegt. Ist aber alles schon so lange hier. Wegen so solcher Sätze, finde ich, sind solche Strafgesetzbücher, wo das Papier nicht wert, auf dem gedruckt sind. Und wenn ich mir überlege, was ich am Amtsgericht hier in Solingen erlebt habe und wie so ein Richter nach einem Gütetermin abbricht, nachdem man nicht mehr vorher angekündigt hat, wie lange der geht, auch aus dem Ausland nicht an der Tür nicht zu entnehmen war, wie lange, auf welchen Zeitpunkt der Termin angesetzt ist. Ich habe dem nach der Länge des Termins gefragt und der hat dann gesagt, verlassen Sie bitte den Gerichtssaal. Und ich weiß wirklich nicht, wie man mit solchen Menschen umgehen soll. Wie gesagt, solche Gesetzbücher sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Ich habe mir trotzdem letztens noch mal eins gekauft. Weil ich, wie gesagt, vor dem Arbeitsgericht auftreten muss, weil ich kein Geld mehr habe. Also ich habe noch welches, aber es kommt nicht mehr genug rein, als dass es die Kosten deckt. Und ich brauche eine eigene Wohnung. Ich kann nicht mit über Mitte 30 immer noch bei meinen Eltern oder wieder bei meinen Eltern, was heißt immer noch, wieder bei meinen Eltern wohnen. Ich halte das auch nicht aus. Ich habe hier auch Ekzeme auf der Haut. Was sich abgespielt hat, als ich im Staatsdienst des Landes Nordrhein-Westfalens als Lehrer beschäftigt war, darf man auch keinem erzählen. Will ich auch nicht drüber reden. Ich finde es schade. Ich finde es auch schade, wenn ich mir angucke, was ich für Erfahrungen bei Gericht mach. Mir ist auch ein Gehalt als Richter in Aussicht gestellt worden. Das ist schon sehr lange her. Ich habe es nie gekriegt. Ich habe eine kurze Zeit ziemlich intensiv gearbeitet und dann musste ich sogar das Bundesland verlassen, in dem ich gearbeitet habe, weil ich von den Freien Wählern in Bayern bedroht worden bin. Mir ist zugesagt worden, der Freistaat Bayern weist mir das Gehalt auch im Land Nordrhein-Westfalen an. Ich habe es nur gekriegt.
Wie gesagt, hier in Nordrhein-Westfalen habe ich beide Staatsprüfungen im ersten Anlauf bestanden. Ich bin auf einer katholischen Kinderfickerschule gelandet. Ich wusste auch vorher, dass es eine Kinderfickerschule war. Ich bin da reingedrängt worden in diesen Job. Ich darf solche Jobs als ausgebildeter Lehrer auch nicht ablehnen, sonst verliere ich meine Staatsprüfung. Ich weiß nicht, was das alles soll. So. Und das, was hier steht, wie gesagt, ich habe damals schon nach diesen Urteilen gesucht und sie nicht gefunden. Das, was hier steht, finde ich so dermaßen daneben. Ich weiß auch nicht, wie man als Richter so eine Sicht teilen kann. Der Grundrechtsschutz bezieht sich sowohl auf den Inhalt als auch die Form der Äußerung. Eine polemische oder verletzende Formulierung entzieht einer Äußerung noch nicht den Schutz der Meinungsfreiheit. Ich möchte an der Stelle sagen, auch Kunstfreiheit hat ihre Grenzen. Das ist ein Thema, mit dem ich mich schon ziemlich lange beschäftige. Ich habe es auch an einer Hochschule, der Deutschen Hochschule der Künste getan. Ich bin stark der Meinung, dass Kunstfreiheit ihre Grenzen hat und dass man mit solcher Freiheit verantwortungsvoll umgehen muss und dass da im Zweifelsfall Richter wirklich dazwischen grätschen müssen, spätestens wenn die Würde eines Menschen stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Und an der Stelle gilt auch, dass Sprache Menschen prägt und Handlungen bildet und Handlungen verursacht und Worte töten. Und von daher, ich habe mit dieser Meinungsfreiheit und diesen Formulierungen hier so dermaßen ein Problem, das kann ich gar nicht weiter ausdrücken. Mich stört auch die Ehre. Was ich gut finde, ist, dass im zweiten Absatz, ich lese es auch vor, dieses Recht findet ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Ich hätte anstelle dem Recht der persönlichen Ehre und der Würde aus Artikel 1 oder der Würde eines Menschen geschrieben. Hier steht im Recht der persönlichen Ehre. Ich weiß nicht genau, wo die Formulierung herkommt, habe ich auch noch nicht rausgekriegt. Ich glaube, wenn man im Code Civil nachguckt, dem französischen Rechtssystem, was mit das älteste und umfangreichste ist, das hier in Europa formuliert worden ist, als einheitliches Rechtssystem, wie gesagt, dieser Code Civil oder Code Napoleon, kann man es vielleicht wiederfinden. Ich hatte mal einen, meine Mutter hat ihn weggeschmissen, warum weiß ich auch nicht. Ich kann vielleicht auch nochmal gebraucht einen besorgen. Hier, als nächstes wird die Freiheit der Lehre eingeschränkt. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue der Verfassung. Es gibt keine Freiheit ohne Schranken, ansonsten funktioniert so eine Gesellschaft nicht. Und hier wird von einem Nazi-Richter die Meinungsfreiheit stark in den Vordergrund gestellt. Und ich glaube, ich finde es daneben. Ich lese es trotzdem vor. Ich möchte es jetzt auch ehrlich gesagt unkommentiert vorlesen. Artikel 5 Römisch 1 des Grundgesetzes unterscheidet nicht ausdrücklich zwischen Werturteil und Tatsachenbehauptung. Letztere werden durch die objektive Beziehung zwischen der Äußerung und der Wirklichkeit charakterisiert und sind der Überprüfung mit den Mitteln des Beweises zugänglich.
Meinungen sind im Unterschied dazu durch das Element der Stellungnahme, des Dafürhaltens oder Meinens geprägt. Die Behauptung einer Tatsache fällt in den Schutzbereich dieses Grundrechts, soweit sie Voraussetzung für die Bildung von Meinung ist. Das heißt, man darf Tatsachen unter Umständen nur behaupten, wenn sie Voraussetzung für die Bildung von Meinung ist. Der ganze graue Kasten hier ist komplette Scheiße. Mehr sage ich dazu nicht. Ich reg mich gerade wieder nur noch auf. Ich bin froh, dass ich das rote Buch extra geholt habe. Erwiesen oder bewusst unwahre Tatsachenbehauptungen werden nicht vom Schutz des Artikels 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes umfasst. Wahre Aussagen müssen in der Regel hingenommen werden. Wahre Aussagen müssen in der Regel hingenommen werden. Auch wenn sie nachteilig für die Betroffenen sind. Allein schon, warum dieses in der Regel da steht und warum da nicht wahre Aussagen müssen hingenommen werden, auch wenn sie für die achten. Das ist, wie gesagt, Sprache bildet Meinung und Handlung und ich finde diesen grauen Kasten so dermaßen daneben. Mir dreht sich dabei der Magen um. Vor allem, wenn ich das in den Blick nehme, was ich an Schule erlebt habe. Und was hier im Landesamt für Verfassungsschutz aus Duisburg in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Ich halte noch mal so ein IPA-Buch in die Kamera. Nee, nicht PGA-Buch in die Kamera und sage, dass ich deshalb auch leider vermehrt Kontakt mit dem militärischen Abschirmdienst der Bundeswehr habe und da ist es noch schlimmer als beim Landesamt für Verfassungsschutz aus Duisburg, was ich erlebe, wenn ich mit solchen Menschen in Kontakt treten muss, ist so dermaßen unterste Kanone. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich setze mich hier vor die Kamera und rede relativ viel. Dadurch wird hoffentlich deutlich, wie ich denke. Also wie ich denke, bemühe ich mich auch zu handeln. Sondern muss man mich halt aus der Bundesrepublik Deutschland ausweisen. Ich bin auch froh, wenn ich den deutschen Pass los bin. So. So, jetzt geht es ein bisschen um die Ehre, mit der ich so ein bisschen ein Problem habe. Vielleicht kaufe ich bei Amazon dann doch nochmal einen gebrauchten Kurzsiegel. Das ist manchmal spannend, wenn man so ein bisschen deutsche Gesetzestexte und Kommentare gelesen hat und dann da mal anguckt. So. So, jetzt wird hier wenigstens auf die darauf hingewiesen, dass es nicht schrankenlos ist, sondern ein beschränktes Recht ist, die Freiheit, seine Meinung zu äußern. Es wird hier aber wieder Meinungsfreiheit genannt und die besteht einfach nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die das nicht mit Absicht nicht Meinungsfreiheit genannt haben. So gut kenne ich mich in Rechtsgeschichte leider nicht aus. Ich finde es nur daneben, was hier steht. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes besteht allerdings nicht schrankenlos.
sondern in den Grenzen der allgemeinen Gesetze, der Bestimmungen zum Schutz der Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre, Artikel 5 Absatz 2 des Grundgesetzes. Das verlangt eine Abwägung zwischen der Schwere der Persönlichkeitsbeeinträchtigung durch die Äußerung einerseits und der Einbuße an Meinungsfreiheit, die nicht besteht. Es gibt eine Freiheit, seine Meinung zu äußern. So. Und wie die Meinung gebildet werden soll, das steht da auch drin. Ich lese es nochmal vor. Es geht um aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Das heißt, man muss sich aus allgemein zugänglichen Quellen, und weil es das keine Quelle ist, im rechtlichen Sinne ist da ausgeschlossen. Wenn ein Irrer durch die Straße brabbelnd läuft, ist das keine Quelle. Und dann ist es auch nichts, worauf man sich berufen kann, wenn man eine Meinung sich bildet und dann wohlbedacht auf das Recht der freien Meinungsäußerung zurückgreift. Es gibt keine Meinungsfreiheit in Deutschland. So. Im Rahmen der Abwägung fällt die Richtigkeit des Tatsachengehalts, der dem Werturteil zugrunde liegt, ins Gewicht. Die Wichtigkeit fällt ins, die Richtigkeit fällt ins Gewicht, meiner Meinung nach, ist die zentral. Man kann nicht einfach permanent Unrichtiges behaupten. Ansonsten ist mal ein Fall für die Psychiatrie oder die Forensik. Sowas kann Gesellschaft nicht aushalten. Die geht daran zugrunde. Meinungsäußerungen, die auf einer gesicherten Tatsachenbasis beruhen, hat der AG, der hat der Arbeitgeber eher hinzunehmen als solche, bei denen sich der Arbeitnehmer auf unzutreffende Tatsachen stützt. Das ist wieder dieses eher hinzunehmen. Warum da eher hinzunehmen steht, weiß ich nicht. Der hat hier einfach hinzunehmen. Das ist wieder so relativierender Schwachsinn. Ich glaube an ein richtig oder falsch. Ich kann auch Apfelsinen und Äpfel und Birnen zählen. Ich weiß, wann was eine ganze Apfelsine ist. Das ist für mich nichts Konstruiertes. Das ist was für mich, was wirklich ist. Das muss nicht durch Abwägung gebildet werden. Leuten, die so reden, würde ich wirklich mal empfehlen, nachzugucken, ob das draußen noch da ist, indem sie das Fenster aufmachen und raussteigen. Des Weiteren sind bei der Abwägung auf Seiten des Arbeitgebers verfassungsrechtlich geschützte Positionen zu berücksichtigen. Das ist mal ein schöner juristischer Satz. Da steht dran, was er zu tun hat. Dazu gehören nicht nur die Menschenwürde, danke sehr, und das allgemeine Persönlichkeitsrecht, danke sehr. Dass die hier gesondert erwähnt werden, macht mich glücklich. Die sind besonders wichtig. Vor allem, wenn man mitkriegt, wie Arbeitgeber sich teilweise verhalten. Steigt mir wieder die Galle hoch bei dem, was ich da am Arbeitsgericht gestern gesehen habe. Da stehen, ich glaube, 5 Zeugen vor der Tür und das Arschloch von Richter hört keinen einzigen an. Das geht nicht. Er schickt dir einfach wieder nach Hause und sagt auch vorher, wie das Urteil ausfallen wird. Er sagt auch, dass es ihm gar nicht darauf ankommt, was die sagen. Der würdigt schriftliche Quellen stärker als diese Zeugenaussagen von dem Kollegen, der da gerade sitzt.
Das geht nicht, das ist widerrechtlich. Ich sag hier, so das Buch ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt worden ist. Ich verzweifle daran. Ich will auch in so einem Land nicht leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das entspricht meinem persönlichen Erleben. Wir haben das Jahr 2018. Ich habe extra die Uhr da hinten aufgestellt. Man braucht mir gar nicht versuchen, ans Bein zu pissen. Wie gesagt, dann weist mich direkt aus und nimm mir meinen deutschen Pass weg. Das ist das Allerwichtigste dabei. Durch Artikel 12 des Grundgesetzes wird auch die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit des Arbeitgebers, die insbesondere durch eine Störung des Arbeitsablaufs und des Betriebsfriedens berührt werden kann, geschützt. Okay. Jetzt muss ich mal nach Artikel 12 gucken. Ich weiß das alles nicht auswendig. Dazu Berufsfreiheit. So, warum der Artikel 12 hier besonders greift, um den Arbeitgeber zu schützen, ist mir nicht klar. Ich lese mal gerade vor, was hier steht in diesem Buch und dann lese ich mal vor, was im Grundgesetz steht. Durch Artikel 12 des Grundgesetzes wird auch die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit des Arbeitgebers, die insbesondere durch eine Störung des Arbeitsablaufs und des Betriebsfriedens berührt werden kann, geschützt. So, jetzt lese ich mal vor, was in Artikel 12 steht. Da geht es um alles, nicht um Arbeitgeber. So. Mich macht sowas wütend. Das ist angeblich hier ein juristischer Fachverlag. Es ist ein Haufen Scheiße, die hier zu Papier gebracht wird. Artikel 12, Berufsfreiheit. Was? Was Berufsfreiheit mit dem Betriebsfrieden zu tun hat, weiß ich nicht. Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausbildung kann durch Gesetze oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. So, von Betriebsfrieden steht hier nichts. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlich allgemein für alle gleich öffentlichen Dienstleistungspflicht. Finde ich auch da nicht. Zwangsarbeit ist nur bei einer gerechtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. So, wo steht das hier? Der Link heißt das Arschloch. Das Arschloch Link bezieht sich hier auf Sachen und wenn man nachguckt, steht da was vollkommen anderes. Das ist ein Haufen Scheiße, der hier zusammengeschrieben wird. Mir kommt die Galle hoch, ich krieg das Kotzen. Naja, es sind nur 7 Minuten. Ebenso gehört die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf die Interessen der anderen Vertragspartei zu den allgemeinen Gesetzen. Artikel 5. Absatz 2 des Grundgesetzes. Das heißt, da drin findet die Meinungsfreiheit ihre Schranken. Übrigens auch darin, dass da permanent nicht Scheiße gelabert werden darf. Deshalb gibt es auch keine Meinungsfreiheit. Es gibt nur eine Freiheit, seine Meinung zu äußern. Und die hat man wohlgebildet aus öffentlich zugänglichen Quellen zu bilden. Dazu geht man extra zur Schule, da lernt man, wie das geht. Deshalb soll es in Deutschland auch keine Analphabeten geben. Ich komme von der Hauptschule. Ich weiß, wie sowas abläuft. Zwischen der Meinungsfreiheit und dem beschränkenden Gesetz findet eine Wechselwirkung statt. Die Regelungen, die dem Grundrecht aus Artikel 5
Römisch 1 des Grundgesetzes Schranken setzen, sowie die gegenläufigen verfassungsrechtlich geschützten Positionen müssen ihrerseits aus der Erkenntnis der Werte setzenden Bedeutung des Grundrechts auf Meinungsfreiheit ausgelegt werden. Ausgelegt und so in ihre dieses Grundrechts begrenzenden Wirkung selbst wieder eingeschränkt werden. Lohnt sich nicht, den Satz nochmal vorzulesen. Da steht so jung wie heute, kommen wir nicht mehr zusammen. So. Ich habe mehrere Staatsangehörigkeiten, man kann mir meinen deutschen Pass einfach wegnehmen und mich hier rausschmeißen. Froh, wenn ich weg bin. Ins Ausland. Fucicato für die Bundesrepublik Deutschland. Tut mir den Gefallen. Für eine zutreffende Abwägung ist entscheidend, den Sinn der Meinungsäußerung richtig zu erfassen. Sinn der Meinungsäußerung richtig zu erfassen ist hier dick gedruckt. Wenn jemand nur Scheiße labert, geht das nicht. Schöne Grüße am Landesamt für Verfassungsschutz aus Duisburg. Maßgeblich ist weder die subjektive Absicht des sich Äußernden noch das subjektive Verständnis des von der Äußerung Betroffenen. Maßgeblich ist weder die subjektive Absicht des sich Äußernden noch das subjektive Verständnis des von der Äußerung Betroffenen, sondern der Sinn, den sie hat, nach dem Verständnis eines unvoreingenommen, unverständlich Publikums. Das heißt, man kann Meinungsäußerungen so herauspicken und die für sich stehen lassen. Halte ich für gewagt. Man kann nicht einfach einzelne Sätze herausgreifen, aus dem Kontext nehmen und dann für sich so stehen lassen und so über Menschen und das, was sie denken und wie sie leben, urteilen. Das ist einfach kompletter Schwachsinn, der hier steht. Mir kommt wirklich noch die Galle hoch bei so einer Scheiße. Nur unterstreichend auf beiden Seiten dicken Fragezeichen machen. Ganz ehrlich, solche Richter gehören wirklich einfach in die Forensik.
So. Das reicht für heute. Ich habe die Schnauze voll. Tschüss.